Moin, ihr Sizzler, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bevor wir um das Titelthema sprechen, möchte ich euch eine Sache zeigen, nämlich die hier. Es wird ein neues Grillbuch von uns geben. Wir arbeiten schon sehr, sehr lange daran. In diesem Buch findet ihr auf über 300 Seiten eigentlich alles, was wir über das Grillen wissen. Eigentlich ist es traurig. Es ist eigentlich traurig, nur über 300 Seiten, aber es steht wirklich alles drin. Alleine über 170 Seiten davon sind wirklich Grilltechniken, Ratgeber, Tutorials und so weiter. Es ist also kein Rezeptbuch, sondern ein Buch, wo es wirklich um das Grillen ganzheitlich geht. Es sind auch Rezepte drin, aber vor allen Dingen das, was steckt dahinter. Denn wenn man das verstanden hat, kann man alles. So ist es. Deswegen heißt es auch, dein Grill kann mehr. Da sind sogar Bastelanleitungen drin. Das nochmal so als Geheimtipp. Und ganz wichtig zu wissen, wir haben eine Mission. Und diese Mission können wir immer nur mit Community Power erfüllen. Der Punkt ist, ein Buch, wenn man das rausbringt, ist das eine spannende Sache. Aber wirklich spannend wird es dann, wenn man einen Spiegel-Bestseller-Badge hat. Ja? Den haben wir noch nicht. Nee, hatten wir noch nicht. Den haben wir noch nie gehabt und den wollen wir unbedingt haben. Und die einzige Chance, das eventuell zu schaffen, weil keiner weiß, wie es wirklich funktioniert, aber die Mutmaßung ist, man muss in kurzer Zeit möglichst viele Bücher verkaufen. Und das heißt, ihr könntet das Buch jetzt schon vorbestellen bei Amazon. Es wird es auch irgendwann bei uns geben, aber Fakt ist, jetzt ist es vorbestellbar und wir wollen diesen Badge gerne haben. Wir wissen nicht, ob es klappt. Das geht nur, wenn die Power von euch richtig krass ist. Also wer Bock drauf hat, kostet 29 Euro. 30 Euro. 29,90, glaube ich, genau. Ich glaube, genau 30 Euro. Steht sogar drauf, genau, ja. 30 Euro, die super. 10 Cent, habe ich unterschlagen. Aber Fakt ist, wäre mega geil, wenn ihr einsteigt, weil, ja, wenn wir das schaffen, werden wir euch natürlich daran teilhaben lassen. Link ist unten in der Infobox. Yes. Und jetzt wird's spannend, weil wir reden nicht lange um heißen Brei. Wir wollen das Video nicht extra strecken. Wir haben gesagt, wir machen das im One-Take heute irgendwie so. Es gibt was Geiles zu verkünden, was richtig Geiles für uns, das eigentlich noch gar nicht richtig greifbar. Riesenschritt. Und zwar, wir werden verdammt nochmal umziehen. Das heißt, all das, was ihr hier seht, dieses Leuchtschild da, so wie es jetzt da liegt, dieser kleine Blume, die da hinten steht, und auch der Grill, der hier steht, so wird es das nicht mehr geben. Und der Grund dafür ist, dass wir eine andere Location haben. Dass wir umziehen, wie du bereits gesagt hast. Ich wollte gerade ein Messer laufen. Ja, aber das Schild wird es hoffentlich noch geben. Wir wollen das gerne mitnehmen, das war teuer. Nein, vielleicht mal Spaß beiseite. Wir haben uns dazu entschieden, wir sind seit 2017 hier in diesen Räumlichkeiten. Ich kann mal kurz ein paar Daten und Fakten zusammenfassen. Wir haben hier ungefähr 50 Quadratmeter Bürofläche. Mit unserem Podcastraum sage ich mal 55 Quadratmeter Bürofläche. Dann haben wir hier Studiobereich, circa 15 Quadratmeter. Sieht nämlich viel größer aus, als es wirklich ist. Mhm. Wer mal hier war, weiß, es ist gar nicht so groß. Und noch eine Nutzfläche, wo ein paar Grillgeräte stehen. Lass es über den Daumen gepeilt 80 Quadratmeter sein. In Zukunft werden wir reine Bürofläche, das Fünffache, haben nämlich 400 Quadratmeter, also das Fünffache vom jetzigen Gesamt, haben wir dann reine Bürofläche, wo wir Podcasts produzieren können. Wir haben Indoor-Locations, wo wir auch Sachen produzieren können. Wir haben ausreichend Büroräume. Wir haben mehr als eine Toilette, das ist auch sehr angenehm, muss ich sagen. Und wir haben einen 600 Quadratmeter großen Garten plus einen überdachten Outdoor-Terrassenbereich. Das heißt, wir machen eigentlich einen Schritt back to the roots. In Zukunft werden wir also wieder im Garten auf der Terrasse drehen und nicht mehr auf einer Dachterrasse. Genau, es ist absolut crazy. Es ist alles sehr kurzfristig jetzt so gekommen. Es hat sich einfach spontan ergeben. Wir arbeiten an so einem Projekt und Gedanken schon seit ungefähr 2 Jahren. Aber nie hat sich der Punkt ergeben, wo wir gesagt haben, okay, das ist jetzt ein Setting genau so, wie wir es bräuchten, weil das, was wir eben brauchen, ist so abstrakt und kann man immer nicht so richtig greifen. Ja? Und man möchte auch niemanden stören. Wir haben zum Beispiel hier nebenbei haben wir ein großes Hotel, da haben wir noch Nachbarn und das soll alles nicht mehr so sein, denn wir wollen den Hahn aufdrehen. Ich sage euch ganz ehrlich, wir sind als Team hier gewachsen. Wir werden auch mittelfristig im Team weiter wachsen, das ist unser Ziel. Wir sind aber auch als Unternehmen gewachsen, das heißt, durch Community Power, also durch euch da draußen, ist das überhaupt möglich, ja, diese ganzen Gedanken anzustreben, all das, was wir tun, ja. Wir haben jetzt eine eigene Produktmarke mit Gewürzen gelauncht, wir haben geile Soßen dieses Jahr rausgebracht, letztes Jahr rausgebracht, es ist einfach so viel dazugekommen und man merkt, dass an allen Ecken und Enden quasi das Ganze zieht und wir auch, ehrlich gesagt, wenn wir zum Beispiel das Team erweitern wollen, gar nicht die Fläche dafür haben, um zu sagen, hey, setz dich dahin, fühl dich bitte wohl, hier hast du einen Ausgleich, hier kannst du auch mal dich ein bisschen erholen und so weiter. Wir wollen das einfach voll geil gestalten. Und der Punkt ist, wenn du jetzt zuhörst und sagst, ich habe Ideen, Jungs, die müsst ihr euch vorher mal angucken, dann schreibt uns gerne. Oder wenn ihr open for business seid, so wie man so schön sagt, ganz offen gesprochen. Wir werden dort eine richtig große Küche haben, das können wir schon mal liegen. Richtig. Eventuell könnte man da auch Sachen drehen, weiß ich nicht. Vielleicht. Man munkelt. Man könnte auch sagen, das Thema Livestreaming wird auf ein komplett neues Level gehoben, weil das, was wir hier gemacht haben, dachten wir immer, war schon fett, aber wir haben jetzt ganz andere Visionen, weil sie jetzt möglich werden in der Theorie. Und deswegen, wir wollen euch mitnehmen auf die Reise. Wir werden demnächst mal gemeinsam in die Location fahren und uns das mal angucken.
gucken, dann euch auch noch mal zeigen, so die ersten Einblicke, wie sieht das aktuell aus, wo geht das vielleicht hin und euch da Stück für Stück dann teilhaben lassen, weil wir glauben, nach 8 Jahren, wo wir das jetzt machen, ist es Zeit für neue Schritte, ist es Zeit für neue Inspirationen, neue Wege, neue Themen, die wir nicht mal ansatzweise behandeln könnten. Das wäre mega geil, wenn ihr uns weiterhin folgt. Es wäre mega geil, wenn ihr weiter supportet. Es wäre mega geil, wenn ihr euch austauscht in den Kommentaren, uns ein paar Infos, Insider-Tipps, was auch immer gebt. Weil wir haben vielleicht da richtig Bock drauf. Habt ihr Ideen, ja. Vielleicht habt ihr Ideen, die wir nicht haben. Wir freuen uns auf euer Feedback. Denkt bestellt an das Buch. Das ist wichtig. Das ist nur die Mission Bestseller-Badge. Das machen wir zusammen. Und dann sehen wir uns demnächst hier wieder. Und wir hoffen sehr, dass ihr euch über die News freut. Weil ihr könnt euch schon jetzt freuen. Es wird eine krass geile Grillsaison. Macht's gut.